Hier sind wir jetzt endlich zurück in unserem Kartoffelland und ihr seht, es ist deutlich blau geworden. Blau, überall, soweit das Auge reicht. Sehr schön, sehr geil. Minen haben wir, sehr gut. Training Ground, da kriegen wir neue Leute her, ist vielleicht auch nicht schlecht. Bauen würde ich jetzt erstmal noch nichts, denn der Braune nutzt immer die Chance, wenn wir irgendwas Wichtiges bei uns machen, dass der uns angreift. Und das ist Kacke, das will ich nämlich nicht. Denn, Moment. Unser Capital haben wir direkt am Gelben. Das ist auch Kacke. Deshalb würde ich sagen, wir bewegen mal unsere Hauptstadt. Weil hier ist ja der wohl am besten angreifbare Punkt von dem hier. Deshalb gehen wir hier mal in der Ecke. Haha! Ja! Hat uns ein bisschen gekostet, aber das war es vermutlich wert. So, was kommt jetzt? Was ist jetzt los? Eine Cutscene. Och, ist das nicht schön. Sehr schön. Oh mein Gott! Och, ist das süß. Ist das nicht schön? Wir sind ein Führer mit Herz. Ein sehr herziger Führer mit Herz und Seele. Und unsere Untergebenen, die mögen uns schon so sehr. Sie wollen, ja, natürlich akzeptieren wir diese Liebesbekundung. Ja, und wir halten sofort eine Hochzeit. Ist das nicht schön? Eine königliche Hochzeit des Königs, der noch nicht mal ein König ist, noch nicht. Von ganz China. Jedenfalls im Norden. Hallo, meine Untertanen. Das hier ist meine Frau, mein erster Untertan. Ist das nicht süß? Ja, das ist doch schön. Ja, Untertan, beneidet mich. Denn ich hab die schönste Frau. Naja, ich hab eine Frau aus China. Kann vielleicht mehr werden, vielleicht auch nicht. Aber es ist meine erste Frau. Ja, vielleicht auch meine Konkubine. Je nachdem, wie sie Lust hat. Jetzt werden wir schon von anderen Leuten angegriffen. Das ist nicht schön. Ja. Gut. Finde ich schon ein bisschen schade. Aber vielleicht können wir ja ein bisschen Druck machen. Mit einer Allianz. Moment, was haben wir eigentlich? Wir haben alles, okay. Alle Versprechen haben wir gehalten. Wir sind der Superherrscher. Deshalb werden wir rübergehen zu dem Typen, der uns hier angreifen will und dem einfach mal unsere Meinung geigen. Moment, bist du eine Frau? Du bist eine Frau. Das ändert alles. Vielleicht können wir ein bisschen mit der flirten. Nee? Okay. Dann, shout down the other party. Also, wir nehmen natürlich den Arschloch-Modus. Deshalb werden wir hier einfach mal rumbrüllen. Du hast keine andere Wahl, als diese Kondition runterzuschlucken. Diese Bedingungen. Du weißt, was passiert, wenn nicht, richtig? Okay. Okay, sie hat abgelehnt. Das ist eine Möglichkeit. Aber, das hat natürlich Konsequenzen.
So, nämlich, die Allianz ist geendet mit dem Braunen. Mit dem Typen. Jetzt kriegen wir neue Leute. Sehr schön. Und wieder Finanzen 1, Battle 2. Ja, wie immer eigentlich. Und jetzt geht's richtig ab. Wir, ja, eine Akademie ist wichtig. Und eine Invasion. Und Waffen, ja, kann man machen. Deshalb nehmen wir erstmal das Wichtigste. Wir bauen eine Schmiede. Auf dem Training Ground. Genau. So. So, Kollege, jetzt bin ich sauer. Der Braune greift uns nicht an, das ist super. Dann sind wir jetzt nämlich am Zug. Aber erstmal gucken wir bei den Waffen vorbei. Wir haben nämlich schöne Waffen zur Auswahl, glaube ich. Ja, leuchtet doch, ist doch schön. So, dann finde ich ein bisschen schwierig, weil hier muss man sich immer die Waffen raussuchen. Man kann nicht irgendwie sortieren, welcher Offizier hat welche Waffe, sondern nehmen. Man muss wirklich sich dran erinnern können, wer was hat. Shaman ist vom Kenyu, unseren Typen. Die hier hat auch jemand. Ich glaube, Tai Chi war's. Boomerang hatten wir. Dann fehlt noch unser Stuhl. Da. So, sehr schön. Haben wir schon mal eingekauft. Invasion und Akademie. Die Akademie der Sehnsucht. Da kann man schon eine Mine für opfern. Eine gute Mine. Obwohl, das, dann machen wir es doch lieber hier in der Hauptstadt. Nee, okay, nicht genug Ressourcen. Dann brauchen wir die Minen umso mehr. Dafür können wir jetzt einfach mal angreifen, den Braun. Mit Wantan, Kenyo, WLAN, Jung, nee, Hooligan, Tai Chi, Sasa und Mitsu. Sasa ist ja die wir jetzt geheiratet haben. Deshalb geben wir ihr die Ehre und spielen sie mal. Ey, ich will fortführen. So. Habe die Ehre. Ja, sicherlich. Führungskräfte, die müssen einen starken Arm haben. Ein Fang. Scheiße, genau die Waffe, die ich nicht hab. Deshalb geben wir ihr mal noch eine andere Waffe. Wie zum Beispiel die Sabatons. Ist auch cool. Habe ich zwar noch nie gespielt, aber sind sicher cool. Sahen sehr, sehr protzig aus. So. Was hat sie für Base Repairs? Elite Base Durability. Also die Instandhaltung. Speed. Enemy Base. Sehr gut. Darkness. Okay. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich hab mich nur verklickt. Egal. So. Sang. Kriegst du jetzt gleich auf der Omme. Dich kenne ich doch. So. Jetzt werden mal... Aua. Werden mal die Schüchen ausgepackt. Mann, das geht ja wie ein Super Saiyajin. Wow. Ich komme ja gar nicht mehr auf den Boden. Aber sie lässt sich auch nicht sehr beeindrucken. Du sollst staunen über meine Kraft. Hier. Bäm. Beinmuskulatur. Da sag mal einer, dass das nicht wichtig wäre beim Trainieren, an die Beine zu denken. Also wirklich. Also hier mit dem Schüchen ist echt schön. Lässt sich echt gut spielen. Ist ein bisschen übertrieben, aber ist schön. Ist ja schön, mal so einen grazilen Charakter zu spielen, der in der Luft rumschweben kann.
So, hier ist ja noch wer, oder? Nee. Okay. So, Pferdchen, geht schneller. Dann kicken wir mal rum. Bis hier, ach verdammt, wie hieß das? Wenn man auf dem Pferd so Kunststücke macht. Polieren? Nee. Hatte ich jedenfalls mal in der Schule. Das war kacke. Wenn so ein Lieder auf ein armes Pferd steigt und da irgendwelche Figuren machen muss. Das war super kacke. Da haben sich nur die Mädchen gefreut, wenn man das machen konnte. Und die Jungs sagten, scheiße, ein Pferd. Gib mir eine Lanze, dann bin ich zufrieden. Aber jetzt irgendwelche Figuren auf einem Pferd machen? Nee. So, das sieht aus wie eine Defensivbasis. Was das immer bringt, weiß ich nicht. Aber egal, wir hauen trotzdem drauf. So geht das nämlich. Ha! Das geht ruckzuck. Und dann können wir gleich mal die Strategie einsetzen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das ist. Teleportiere ich mich dann zu der nächstgelegenen Base? Oder irgendeiner Swift Brain? So, mach ich mal. Wupp! Haha! Ja! Geil! Ein Ambush, ein Hinterhalt. Das sind wir. Direkt bei zwei anderen Decken sind wir gelandet. Super. Dann geht der Hinterhalt nach hinten los, weil wir in der Unterzahl sind. Aber Unterzahl, was macht das schon, wenn wir die Power haben? Hier, bam. Zahlen sind nicht alles, liebe Mathematiker. Zack. Haha. Ja. Geil. Ich meine, gut gespielt. Good game. Well played. Aber wir sind ein Stückchen besser. Da helfen euch eure Verstärkungen nicht. Da könnt ihr nur gucken, wie das hier losgeht. Gleich 1000 Leute wieder besiegen. Meine Güte, das geht ruckzuck. So. Reisbällchen. Lecker. Mehr davon, bitte. So, die 1000 haben wir auch geknackt. Jetzt können wir ja... Ich bin schon fast versucht, wieder ein Swift Raid zu machen, aber... mit so wenig Energie weiß ich nicht. Spring! Oh Gott! Ah! So, Kollege, du hast hier öfter aufgemuckt. Du wolltest mich angreifen. Oh, jetzt wendet sich das Blatt. Denn wir sind die Gerechten. Wir strafen die uns strafen wollen für etwas, was wir gar nicht getan haben. So, Fächer. Auch gut. Dann kommen wir mal mit den Fächern. Fuck. So. Aua. Das tut weh. So. Edge. Da guckst du, ne? Hier, traust dich nicht mehr anzugreifen, was? Und meine Katze auf dem Kopf, die macht dir besonders Angst. Rar. Ha. So. Wir haben wieder neu exekutieren. So. Rekrutieren. Okay. Exekutieren. Und rekrutieren. Exekutieren. Okay. Du willst nicht, dann wirst du nicht. So einfach ist das. Ja, genau. Eine starke Hand braucht die Führung. Und die haben wir. Wir haben sogar zwei davon. Zwei starke Hände. Ja. So. Sehr schön. Ein Vagabund möchte sich uns anschließen. Ja, da sagen wir doch nicht nein. Makoto. Ich kannte mal einen Typen, der hieß Makoto. War echt ein super Typ. Ja. Der hat auch eine Katze auf dem Kopf. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Och, je. Oh Gott. Aber ihr seht schon, wir machen Eindruck. Andere Leute wollen sich uns anschließen. Das finde ich super. Dann, würde ich sagen, wir machen ein...
echt schönes Bankett, so zur Feier. So, wir werden vergöttert. Ja, von denen jetzt Pablo, Sephiroth, Ganondorf. Sag mal, was ist hier Final Fantasy Zelda Shit? Was habe ich hier für Typen drin? Link, wieso? Die Typen habe ich doch gar nicht rekrutiert. Was ist hier los? Führt hier irgendwer mich an der Nase herum und führt, ohne dass ich es weiß? Increase your Rage Guard. Das ist gut. Das werden wir gleich dazu packen zu unseren Taktiken. Wo kann man das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Player-Info, war es das? Ja, ich glaube schon. Da, genau. Rage Guard. Da. Das ist sehr gut. Können wir immer mit was anfangen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge von unserem kleinen Kartoffelland. Wir werden langsam größer, wir werden härter, wir werden knuspriger. Bis dann.